Ein herzliches Grüß Gott erneut in meiner Küche zur wunderbaren Erdbeerzeit. Heute werden wir den Klassiker zubereiten, das Erdbeertiramisu. Ich habe mir dazu eine Auflaufform bereitgestellt. Ich habe mir hier diese Löffelbiskuits bereitgestellt. Wir werden eine Creme machen aus Quark und Mascarpone mit Puderzucker und Eierlikör vermischt. Ja, wir brauchen weiterhin noch dazu Erdbeeren in Scheiben und Erdbeeren püriert. Und jetzt schauen Sie einfach zu, wie ich das mache. Ich habe hier also diese Löffelbiskuit. Ich gebe sie in meine Auflaufform. Und jetzt ist auch wieder die Frage, wollen Sie es alleine essen oder wollen Sie es mit Kindern essen? Denn das macht den großen Unterschied. Man kann durchaus im Erwachsenenrezept das mal nur mit einem guten Orangenlikör tränken oder mit etwas verdünnten Orangenlikör. Wenn man es jetzt so für, ja, auch für Kinder genießbar machen möchte, ich nehme dann gern verdünntes Zitronenwasser, um die Fruchtigkeit noch zu unterstreichen und damit dann das zu tränken. Ich habe hier also Zitronensaft und Wasser angerührt, habe meine Löffelbiskuit hier reingelegt. Machen Sie sich keine Gedanken, ob Sie es jetzt langsam oder schnell machen. Man kann das auch durchaus schnell machen, wenn Sie überall was drüber geben. Das sammelt sich unten drinnen. Und die Biskuits werden es dann, bis die Creme fertig geschlagen ist, aufsaugen. Ja, für die Creme, wie gesagt, habe ich Mascarpone abgewogen, 250 Gramm Mascarpone. Ich gebe es der Einfachheit halber wieder in die Rührschüssel für meine Küchenmaschine. Sollten Sie keine Mascarpone zur Hand haben, können Sie es auch ganz mit fettem Quark machen oder Sie können Schmand mit dazu nehmen, Creme Fraiche kann man dazu nehmen. Aber die Mascarpone hat halt den höchsten Fettanteil und Fett ist Geschmacksträger, das wissen Sie alle. Von daher gönnen wir uns einfach für das Rezept die Mascarpone. Also Mascarpone und Quark. Dann kommen hier 80 Gramm Puderzucker drunter. Ich stelle wieder die Schüssel auf die Waage. Tada. Lege mir meinen Puderzucker ab. Ich darf übrigens mit Stolz sagen, dass da auch meine Zuckerrüben drinnen sind. Und gebe jetzt noch 40 Milliliter von dem Eierlikör mit drauf. Das Ganze wird mit der Küchenmaschine jetzt schaumig aufgeschlagen. Wenn Sie mit Ihrem Rührbesen vorher Sahne geschlagen haben, brauchen Sie nicht extra abspülen. Milchprodukt ist Milchprodukt. Sie müssen nur aufpassen, wenn Sie Eischnee schlagen wollen, dann muss sowohl der Schneebesen als auch die Schüssel absolut sauber sein, denn wenn da ein bisschen Fett dran ist, wird es Ihnen nichts. Aber bei Sahne oder Quarkmassen ist das vollkommen egal, da können Sie eins nach dem anderen machen. Und die Maschine hat immer den Vorteil, dass es sehr schnell geht. So, wenn die Quarkcreme fertig geschlagen ist oder die Mascarpone-Creme, können wir ungefähr die Hälfte davon auf unsere Löffelbiskuits geben. Schön verstreichen. Und als nächstes kommen dann die Früchte, die dem Ganzen den Namen geben, die Erdbeeren. Ich habe hier vorbereitet, man braucht also für dieses Tiramisu Minimum 600 Gramm Erdbeeren, 400 Gramm geschnitten, nochmal 200 Gramm, die wir dann als Erdbeerpüree auf die nächste Schicht Löffelbiskuit geben. Und ich gebe jetzt hier die Hälfte der geschnittenen, also gewaschen und geschnitten, und gebe die jetzt hier ungefähr die Hälfte auf die untere Schicht Löffelbiskuit. Da freut sich schon jemand auf die Erdbeeren. So, die erste Schicht ist fertig. Jetzt gehen wir weiter mit der nächsten Schicht, wieder Löffelbiskuit. Die zweite Schicht Löffelbiskuit, die tränkt man jetzt mit dem Erdbeerpüree. Ich habe also nochmal 200 Gramm von den Erdbeeren püriert. Die gebe ich jetzt hier oben drüber. Gucken, dass man überall was eingestrichen hat. Da kommen jetzt die restlichen Erdbeeren drauf. Als
Also auch der Saft, den jetzt dann die Erdbeeren noch ziehen, geht hier noch rein. Und wie bei jedem guten Tiramisu muss es ja einfach ein paar Stunden im Kühlschrank durchziehen. So, zum Abschluss kommt dann der Rest der Quarkcreme obendrauf. Versuchen Sie es immer erstmal von der Mitte her. Da kann es ruhig etwas dicker sein. Und dann kann man es nach außen verziehen. Und was da jetzt am Schluss noch drüber kommt, sind gebröselte Amarettini. Und die bröseln Sie am einfachsten, wenn Sie die in den Gefrierbeutel reingeben und dann mit der Faust ein paar Mal draufklopfen, dann haben Sie sie schön gebröselt. Ich meine Amarettini rein. Sie könnten auch, also ich habe schon probiert in der Originalverpackung, aber die ist dann meistens so, dass sie relativ schnell irgendwo aufplatzt. Da sind Sie hier besser dran. Und wenn Sie das im Sommer öfter mal machen wollen, können Sie natürlich auch eine ganze Packung hier so auf die Schnelle zerkleinern und haben dann für Dessert auch immer irgendwas, was Sie oben drauf geben können. So, hier richten wir den Amaretto. Das wird jetzt hier noch unser krönender Abschluss auf unser Erdbeertiramisu. So, hier schauen wir, dass wir noch eine schöne Erdbeere zur Verzierung mit hinbekommen. Dann können wir so eine kleine Erdbeerblüte machen. Und in die Mitte rein dann noch etwas frische Pfefferminze. Hier haben wir unser leckeres Sonntagsdessert wunderbar am Samstag vorzubereiten, sodass Sie am Sonntagmorgen ja, alle Zeit der Welt haben und wissen, Sie haben was Gutes im Kühlschrank stehen. Wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim Nachkochen und guten Appetit und nutzen Sie die Erdbeerzeit aus.